Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Darksiders. Oder vielleicht auch die vorletzte Folge. Oder die letzte. Einfach mal schauen. Ja, wir hatten ja zuletzt die Sammlerin getötet. Die Auserwählte haben Samael das Herz gegeben. Samael ging da ein bisschen ab. So bla bla, ich könnte jetzt das Blut aus den Knochen, aus den Adern saugen. Und was weiß der Geier was. Und wir befinden uns jetzt hier im schwarzen Thron. Oder beziehungsweise im Turm, und jetzt geht's gerade los durch diese wunderbare einladende Tür. Und wir haben eine Steinbrücke aktiviert. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, was uns jetzt noch erwartet. So, und jetzt geht's natürlich wieder zurück. Das war ja klar. Nein. Anscheinend doch nicht. Und wer ist das? Ein Engel. Azrael. Himmel, hilf mir. Das siebte Siegel. Es wurde nicht gebrochen. Was hast du dann von mir zu befürchten, Todesengel? Wenn du nicht vorhast, mich zu töten, dann hilfst du mir vielleicht. Du hast mir für beides keinen Anlass gegeben. Hör mir zu. Das Tor muss geschlossen werden. Der Tor muss von dem Quell abgeschnitten werden. Es ist der Quell, aus dem der Zerstörer seine Macht bezieht. Der Quell der Seelen. Millionen von Seelen. Ja, versklavt. Böse. Eine korrupte Macht, die die Armeen des Zerstörers nährt. Du bist ein Diener der Unterwelt. Bewacher des Quells. Nicht eine einzige Seele fließt ohne dein Wissen zurück in diese Welt. Es sei denn, Torhüter, dass du den Weg geöffnet hast. Der Zerstörer hatte die mächtigsten seiner Auserwählten gegen mich entsandt. Mir ging es nicht besser als dir, Reiter, gegen Straga. Straga, wirst du mich zu ihm bringen? Darauf hast du mein Wort. Dann sag mir, was ich tun muss. Todesengel. Ein Todesengel. Bitte, du musst eine Möglichkeit finden, die Energie in diese Kammer zu leiten. Aha, also ich muss die Energie in diese Kammer leiten. Ich muss Azrael befreien. So, dann werden wir doch gleich mal hier in den ersten Raum gehen und dann wieder irgendein dummes Rätsel lösen müssen. Ja, interessant. Da oben muss ich hin. Gut, so. Bevor ich jetzt hier irgendwas aktiviere, muss ich gerade mal ins Menü. Und zwar tausche ich mal das. So. Jetzt muss ich erstmal schauen, was genau ich jetzt hier machen muss. Okay, das geht nicht auf. Oh, komm schon, beweg dich ein bisschen schneller. Hier geht's auch nicht. Hä? Ist das blöd? Aha. Ich hatte gerade, ja, aus Versehen falsch gedacht. Ich dachte, das wäre das mit diesem Zeitfenster. Ah, okay, das war falsch. Mhm. Es geht dann anscheinend hoch und runter. Okay. Das muss ich nämlich alles in eine Linie bringen. So, das ist perfekt. Alles jetzt in einer Linie. Bloß, ja,
Wie soll ich jetzt... dort rüberkommen? Aha! Das ist wieder so ein beklopptes Rätsel. So, das heißt, ich muss dann das irgendwie aufkriegen. Wobei das ja nicht sein kann. So. Jetzt habe ich natürlich dort die Tür auf. Aber hinten habe ich sie zu. Ja gut, das ist eigentlich total unnötig. Also, ich muss jetzt irgendwie das da unten erwischen. Das ist wieder so interessante Rätsel, die man da löst. So, da geht's nach oben. Das geht nach unten. So. Das heißt, ich muss jetzt theoretisch erstmal das hier wieder deaktivieren, wobei, das ist doch so ein Teil. Gerade einfach so. Oder nicht. Moment, ich muss mal gucken kurz. Okay. Also, jetzt gehe ich gerade hier rüber. Und jetzt hab ich's. Sehr schön. Jetzt hab ich's. Ja, man muss auch ein bisschen denken bei dem Spiel. Also bei dieser Aufgabe auf jeden Fall. Jetzt bin ich einfach mal gespannt, welcher Gegner mich dahinter jetzt erwartet. Oder auch gar keiner. Doch, ich erwarte Gegner. Mal sehen. Und was ist da? Es sieht aus wie so ein Todesengel. Und da habe ich ihn auch schon besiegt. Und natürlich war es das nicht. Da kommen natürlich nochmal 50 dazu. Soll es auch anders sein. Aber mit unserer Todesspirale vernichten wir sie sofort. So, was ist der nächste? Ah, nur zwei. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Aber nun gut. So, mal sehen, was das jetzt bewirkt. Aha. Das ist wieder so ein wunderbares Rätsel. So sieht's aus. Und so habe ich es auch geschafft. Sehr schön. So, jetzt brauche ich erstmal das Teil wieder. Upsi.
Ah ja, 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 da haben wir es doch. Da haben wir es doch. So. Haben wir uns mal wieder ein bisschen Leben geholt, weil ich denke mal, jetzt kommt hier nämlich ein Big Boss. Oder auch nicht. Doch, sieht so aus. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt. Okay, das, die sehen schon sehr interessant aus. Boah, in rote Engel, aber die haben assi den Style, muss ich sagen. So, machen wir wieder unsere schöne Schnetzel-Kombo. Und da kommt natürlich jetzt so ein richtig fettes Vieh. Aber nicht mit mir, meine Freunde. Jetzt kommt ein Ballrock vor. Und genau im richtigen Moment haben wir es erwischt. Und jetzt kommen natürlich diese komischen... Oh, da kommen immer mehr! Heilige Scheiße, ey! Oh, ich benutze einfach meine stärkste Waffe. Müsste die eigentlich auch mal kaputt gehen da. Und da haben wir dann auch den letzten getötet, hoffe ich. Oder ist hier noch irgendwo einer? Natürlich, war doch klar. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, das sieht sehr interessant aus. Was ist das denn? Wieder irgendwas für den Arm. Aha. Eine Teleportation. Jawohl, jetzt haben wir Portal. Geile Sache. Ey, das ist ja mal cool. Also ich muss sagen, Portal ist ein richtig geiles Spiel und dazu noch... Ey, das ist ja mal richtig geil. Ja, ja, ich hab's jetzt weggemacht, weil ich denke mal, ihr kennt's ja alle. Okay, ich glaube, ich muss das anders machen. Dass ich irgendwie von unten runter springe. Wieder am Anfang. Jetzt muss ich überlegen. Schade, man kann so nichts machen. Ja, das bringt mir ja nichts da. Nein! Da ist doch was. Ich will das nicht, ich will das entfernen. Habe ich es weg.
Und habe jetzt freie Schussbahn, hoffe ich, für da oben. Oder auch nicht. Jetzt habe ich freie Schussbahn. Und das ist einfach nur mit Seelen. Das interessiert mich jetzt nicht. Was genau kann ich da jetzt machen? Aha. Toll. Komm da oben nicht dran. So. Ach, scheiße. Aber schickt voll. So ein bisschen auf Portal und so. Richtig gut. Das gefällt mir. Also das muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Okay. Ich renn durch, ich renn durch, ich renn durch. Tschüss, 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 tschüss. So. Und da haben wir jetzt irgendwas Interessantes, oder? Machen wir jetzt erstmal hier das Zorn und das Leben wieder. Und dann schauen wir einfach mal, wie ich das benutzen kann. Mhm. Und nu? Wie genau aktiviert man das jetzt? Mhm. Vielleicht muss ich da irgendwie mit dem Erdrufer. Dann vielleicht damit. Auch nicht. Coole Sache. Okay, ich hab's gerafft. Das heißt, ich muss jetzt wieder ach. Geh doch weg. Will ich doch gar nicht. So, ich muss nämlich darüber. Ja. Ich bin schon fast gedacht. Ah ja, ein Roboter. Nein. Was zum Teufel soll das denn jetzt sein? Okay, das heißt wohl.
Ey, der macht assi den Damage. Stellen. Bitte. Ich habe irgendwie keine Ahnung. Coole Sache. Eben war, hatte ich so Aktionsbutton, aber jetzt geht's irgendwie nicht mehr. Wenn er mich jetzt noch einmal trifft, bin ich tot. Deswegen warte ich mal. Oh, ich habe nur ganz wenig Leben. Ja, und da bin ich tot. Und dann probieren wir es nochmal. Ja, ja, komm, mach hin, mach hin. Ich muss auf jeden Fall irgendwie hochkommen, aber wie mache ich das? Boah, krass, ey, keine Chance. Ey, ich schaff diesen scheiß Boss nicht.
ist doch bekloppt, ey. Keine Ahnung, wie man den besiegt. Einfach keine Ahnung. Ich weiß zwar nicht, ob es seine komischen Kopf muss, aber. Ey, keine Chance. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist echt ein komischer Boss, muss ich sagen. Ich werde mich erstmal noch erkundigen, wie man genau den jetzt besiegt. Ich hoffe, euch hat dennoch dieses Let's Play gefallen. Auch wenn es ein bisschen kurz war, denke ich mal. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es liken und natürlich kommentieren. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonnieren nicht vergessen und ich hoffe, wir sehen uns dann zur nächsten Folge, wenn es heißt, dass wir diesen Scheißroboter, denke ich mal, in die Fresse hauen.